Singt dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder. Mit diesem Wochenspruch aus Psalm 98 begrüße ich Sie heute am Sonntag Kantate. Ja, jeder Sonntag trägt im Kirchenjahr einen Namen. Der Name des Sonntags heißt übersetzt Singt. Im Grunde passt die Aufforderung doch gut zu dieser Jahreszeit, in der der Sonntag Kantate, so heißt Singt auf Lateinisch, fällt. Sehnsüchtige Erwartungen verbinden sich mit den ersten wärmenden Sonnenstrahlen der Osterzeit. Von der Abfolge der Sonntage nach Ostern hat der alemannische Pfarrer und Dichter Peter Hebbel einmal gesagt: In den Liedern und Texten der Sonntage nach Ostern blühe es nur so auf vor lauter österlicher Freude. Und was in den Gottesdiensten dieser Zeit gefeiert wird, findet seine Entsprechung im Aufblühen der Natur. Freude erfüllt unser Herz, wenn die Knospen der Bäume und Sträucher aufbrechen und die graue Winterlandschaft in ein Blütenmeer verwandeln. Welch eine Pracht entfaltet sich da. An ihr dürfen wir uns ebenso freuen wie am Gesang und an der Musik, diesen besonderen Gottesgaben, diesem kostbaren Geschenk, das uns Menschen anvertraut ist, damit wir Gott loben und andere Menschen in unsere Freude mit hineinnehmen. Singt dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder. Es ist schon erstaunlich, wie schnell die frühe Christenheit sich ihre eigenen Lieder geschaffen hat und für das Lob Gottes musikalische Ausdrucksformen gefunden hat. Sie konnten dabei an den Psalmen aus dem Alten Testament anknüpfen, denn das biblische Buch der Psalmen ist im Grunde ein Liederbuch. Nur, dass wir heute leider nicht mehr die Melodien kennen, nach denen diese Texte gesungen wurden. Die wunderbare Zuwendung Gottes zu den Menschen wurde im Singen ganz unmittelbar und auf neue Weise erfahren. So fand der christliche Glaube auch schnell eine eigene Sprache. Schon bald nach der Entstehung des Christentums berichtet ein heidnischer Beobachter von dem für ihn seltsamen Brauch der Christen, an einem bestimmten Tag der Woche, nämlich am Sonntag, dem Tag der Auferstehung Jesu, vor Sonnenaufgang zusammenzukommen und ihrem Gott einen Wechselgesang darzubringen. Aus diesen Anfängen hat sich ein ungeheurer Schatz an Liedern und kirchenmusikalischen Gestaltungen entwickelt. Nicht zuletzt die Choräle von Johann Sebastian Bach haben den christlichen Glauben in seiner evangelischen Prägung neu erschlossen. Hier hinten an unserer wunderbaren Orgel hören wir oftmals die Melodien von Johann Sebastian Bach. Aber auch an Johann Krüger können wir denken, dem Kantor aus St. Nikolai in Berlin, der so viele Lieder, insbesondere Texte von Paul Gerhardt, vertont hat und zu einem unverlierbaren und wunderbaren Schatz unserer Kirche gemacht hat. Okay, manchem mag die Aufforderung des Psalmbeters vielleicht unzeitgemäß erscheinen: Singt dem Herrn ein neues Lied. Unser Alltag ist oft von anderem bestimmt als von Lobliedern. Oft schrill und ohne den Glanz des Wunderbaren klingt uns ein Widerhall der rastlosen und unübersichtlich gewordenen Welt in den Ohren. Gesang und Musik spiegeln in unseren Tagen stärker diese Welt wider, als dass sie dem Lob Gottes und seiner Wunder Ausdruck verleihen. Doch genauso wie der Psalmbeter in Psalm 98 mit seinem Ruf singt dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder, die in babylonischer Gefangenschaft lebenden Israeliten aus einer der Gottesverehrung entfremdeten Umwelt herausruft, so hat auch für uns diese Aufforderung nichts von ihrer erneuernden Kraft verloren. Wie uns die Blütenpracht der zu neuem Leben erwachenden Natur erfreut und wie uns diese Pracht zu einem Widerschein des Osterglanzes wird, so erreicht uns die wunderbare Nähe Gottes in besonderer Weise im Lobgesang. Ich lade Sie ein, das Lied der Band einmal zu hören, was Sie hier weiter unten im Newsletter finden oder auf unserem YouTube-Kanal, und vielleicht mögen Sie sogar mitsingen. Singen erfreut das Herz, macht zuversichtlich und schenkt Kraft. Lassen Sie uns miteinander beten. Gütiger Gott, du hebst uns heraus aus allem, was uns von dir trennt. Wer sich zu dir hält, erfährt Befreiung. Das Herz weitet sich, weil wir wissen, dass wir in deiner Hand geborgen sind.
Herr, von dieser Freiheit, die in uns ist, wollen wir leben und vor der Welt Zeugnis geben. Und alles Weitere, was uns ganz persönlich bewegt, legen wir hinein in dein Gebet. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Sonntag. Seien Sie Gott befohlen und bleiben Sie gesund.